Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. Mein Name ist Dr. Skill. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge bauen wir hier wieder ein bisschen nochmal weiter am Weg. Ich möchte mir mal ein bisschen grundsätzlich einfach abstecken, wo der dann jetzt eigentlich lang gehen soll. Und dafür markiere ich mir das auch mal so ein bisschen. Ich glaube, es macht Sinn, mir einerseits zu überlegen, wo dieser Rosenweg lang gehen soll. Den ich ja mal kurz angesprochen habe, wo ich nicht weiß, ob ich den bauen will oder nicht. Aber es macht vielleicht Sinn, hier so am Rande etwas zu bauen. Bedeutet im Umkehrschluss, ein gemeinsamer Weg irgendwie hier wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Also man kommt hier einerseits dann hin. Wie der Weg schlussendlich aussieht, weiß ich jetzt noch nicht. Ich stecke es mir jetzt mal nur ungefähr ab. Und auf der anderen Seite kann man dann nicht hier am Rand entlang gehen sollen, um hier rüber zu kommen und dann halt auch hier zu sein. Also dann bündelt man sich irgendwie hier und dann, ich versuche einfach mal hier so einen Weg durchgehend zu bauen. Ja, hier ungefähr jetzt einfach mal. Ja, hier weiter. Über das Wasser von mir aus entlang. Hier und dann eigentlich nur noch geradeaus. Dann kommt man ja eh schon hier hin. Ja, ist ein bisschen weit. Um das mal so klar zu sagen, ist schon nicht die schnellste Ecke. Was ich aber, glaube ich, als ganz gut herausstellen dürfte, ist, wenn die Treppe, wo es langläuft, hier ist. Ja, dann kann man hier quasi direkt geradeaus reinlaufen. Die Blöcke können dann weg. Mache ich mal hier so ein bisschen weg. Und daraus, ich weiß es jetzt bloß nicht auswendig, kann ich aus 4 sowas machen? Ne, den muss ich glaube ich erst brennen. Aber hier nochmal eine hochwertige Festungsgerüstteil gedöhnt werden, irgendwie so. Jo. So würde ich mir das mal ungefähr vorstellen. Jetzt nehme ich mir hier nochmal ein paar Fackeln mit. Hoppala. Nehme ich hier auch nochmal ein paar 40 Stück in der Zahl. Und dann möchte ich da jetzt mal über Nacht hinweg den Wald hier ein bisschen erleuchten lassen. So, dass hier überall einfach nützt die Bäume dafür primär. Fackeln da sind. So. Weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das schon so reichen wird. Fangen wir uns einfach mal hier so an, das alles hier so ein bisschen zu erleuchten. Aber es war ja mein Großziel, einen beleuchteten Wald zu haben. Das funktioniert mal besser und mal nicht so gut. Das heißt, auf der anderen Seite, ich muss mir irgendwann nochmal eine gezielte Baumfarm bauen. Es war nicht so gewollt. Gut, ein Baum weniger. Okay. Ich mach das mal hier so. Okay. Da also eine hin, da mal eine hin. Hier unten mal so in den Winkel. Ja, so. Ja, hier muss ich dann noch ein bisschen dran denken, dass die Bäume ja auch nochmal abgefällt werden könnten. Dauert zwar wenn noch, aber es könnte ja passieren. So, hier auch. Hier auch. Hier mal eine hin. Hier mal so dran. Hier mal eine hin, hier mal so, da hat sie es noch angeboten, ja hier war auch noch eine, so habe ich noch 8 Fackeln. Ich glaube der Wald ist zumindest ein bisschen heller geworden, ist auf jeden Fall die, deswegen habe ich es ja gemacht, ja, also schlussendlich der Wald sollte ein bisschen heller erleuchten dürfen, das war ja das Großziel. So, das bedeutet, ich mache hier auch noch ein bisschen Licht hin. So, ja. Mal das hier alles. Mach mal hier eins hin. Da leuchtet noch gar nichts. Ich habe auch nur noch eine Fackel. Ah, mal hier hin. So, ausgeleuchtet gefällt einem das doch schon viel besser. Jetzt schaue ich mal kurz ein bisschen von oben, ob man das sieht. Ja, also Teile sind auf jeden Fall heller. Man könnte dann noch ein bisschen drüber streiten, ob alles hell gemacht werden sollte. Prinzipiell tendenziell eher ja. Aber im Großen und Ganzen gefällt es mir jetzt erstmal so, wie es hier aussieht.
Also man sieht ja ganz gut, hier geht der Weg entlang und dann da bis dahin da und dann leuchtet das jetzt auch mal. Es ist noch hier viel zum Ausleuchten dabei, keine Frage. Aber so für den ersten Schritt ganz gut. Ah, ich sehe auch da hinten ist ein Creeper. Eine Baumfarm. Wo würde eine Baumfarm gut hinpassen? Ich meine, klar, hier war der Wald. Vielleicht eher auf die Seite. Im Fichtenwaldgebirge. Das ist sicher gar nicht meine Baumfarm. In Anführungsstrichen, die ich ja Baumfarm so nenne. Ist gar nicht so kompliziert geplant. Also ich brauche im Endeffekt eigentlich nur ein bisschen eine Wiese, die ausgehoben ist. Das könnte ich wahrscheinlich jetzt auch schnell bauen, um ehrlich zu sein. Ach, Klaus, Mitarbeiter des Monats, der ist schon wieder am Schuften, man sieht ihn da weglaufen. Er läuft weg vor der Arbeit. Hat jemand Arbeit gesagt und weg ist er. Klaus. Gefährlich. So, okay. Ich überspringe jetzt einmal schnell die Nacht und dann baue ich das dann so, wie ich das wollte. Ich kann es nicht, weil der Klaus in der Nähe ist. Jetzt kann ich ins Bett. Gut. Immerhin. Check. Was macht er denn? Ist der gerade hier oben vorbeigelaufen? Ne, der ist da. Also der ist am Rattern. Okay. Der macht da so Klaus-Dinge. Ich verstehe. Naja, eigentlich verstehe ich nicht, weil es sind so Klaus-Dinge, aber hey. Ich habe so versucht, meine Anerkennung irgendwie zu spiegeln, dass ich weiß, dass er auch irgendwas macht, was wichtig ist. So, ich tue die jetzt hier mal mit rein. Jetzt schaue ich mal schnell hier. So, mein Plan wäre es, und das fände ich ganz cool. Ich glaube, ein Steintor gibt es nicht in Minecraft. Aber hier hinten nochmal eins reinzubauen. Hier die Höhe. Ich guck mal parallel, nicht, dass ich Schwachsinn erzähle. Ich glaube, es gibt kein Steintor. Ne, es gibt nur die Zauntüre. Zauntore. Ne, das sieht jetzt nicht so aus, als gäbe es das. Okay, bisschen ärgerlich. Aber ist halt so. Okay, dann mache ich das wahrscheinlich anders mit Fichten. Sind das Fichten, Tannenbäume? Ne, ich glaube, ich überlege jedes Mal und dann fällt mir immer wieder ein, es sind Tannenbäume. Fichten, ja. Also hier so runter. Machen wir jetzt mal faulerweise einfach hier nochmal eine neue Werkbank. So, ich brauche nämlich eine Schaufel. Ich muss hier die Erde abtragen. So. Also man kommt hier raus. Ist ja alles easy going erstmal. Man kommt hier raus, kommt hier an einen Weg. Der Weg kann von mir aus hier losgehen. So, ja. So kann das mal starten. Sehr gut. Schaue ich gerade nur, wie ich das am besten baue. Auf die Höhe, auf die ich kommen muss, die ist hier. Also ungefähr auf die Höhe möchte ich am Ende kommen. So, das heißt, hier mal so erst den Weg bauen ein bisschen. So, das ist hier, dann trifft man hier, dann so. So, okay. Das ist jetzt mal so grob Plan. Wie immer. Das ist erstmal nur grob Plan. Das hier so. Ne, das war einer zu viel. Das hier dann auch nochmal nach oben. Ja, dann kann man hier einfach ganz locker runtergehen. Kommt hier unten an und die ganzen Bäume müssen auch noch weg. Okay, das ist alles im machbaren Bereich. Das dauert einfach wieder nur seine Zeit. Klaus ist aber heute gut eingestellt zum Mitarbeiten. Ja, muss man schon mal sagen. So oft habe ich den Jungen in über 233 Folgen noch nicht gesehen. Wie ihn heute. So. Soll mir recht sein. Wenn er was machen möchte, dann wieder. So, dann einmal hier das Ganze so bauen. Moment mal, dann muss ich das vielleicht hier auch nochmal wegtun. Versuche das ja dann immer so bestmöglich aussehen zu lassen, wie überhaupt nur möglich. Ich glaube, das wäre so besser, wenn das dann hier so aussieht. Ungefähr so. Okay. Dann baue ich mir aber tatsächlich eine 2 breite Treppe runter oder eine 1 breite Treppe. Dann eigentlich hier die
ganze Geschichte noch ein bisschen weghauen und mir eine 2-breite Treppe gönnen. Das dürfte klappen. Da müssen unten die Bäume weg, damit ich schon mal ein bisschen einen besseren Überblick kriege, wie die Fläche überhaupt aussehen soll. Ja, so Kleinigkeiten sind wieder die Details, die am Ende über Funktionieren und Fehler entscheiden. Okay, da. So, das also auch nochmal alles weg. Ich glaube, ich habe jetzt hier bloß keine Steinsäge. Das ist ein bisschen schlecht, aber das ist halt jetzt einfach so. Funktioniert ja trotzdem immer noch alles. Okay, hier kann man runterfallen. Hier muss ich doch mal schauen, dass ich die Höhle oder was auch immer zubaue. Das passt mir erstmal tatsächlich. So, ups, ne. Ganze Blöcke will ich nicht benutzen dafür. Brauche ich dann nämlich auch noch. Etwas zu früh. Okay, hier weg. Das gleich hier. Treppe, Treppe, Treppe. Und kleine Zwischenebene. Okay. Super. Genau, dann geht das Ganze hier auch nochmal mit nach unten. Bisschen runter, stark. Und dann kann ich auch eigentlich mal hier anfangen, Bäume wegzuhauen. Damit hier dann eine schöne Fläche entstehen kann. Die Frage, ob ich die ganze Erde abtrage oder eher wieder drauftragen möchte. Blöcke hätte ich für beides, aber ich glaube, es ist smarter, dieses kleine Loch hier aufzufüllen. Weil alles andere ist eine Stufe höher. Und da ist es nur einmal jetzt der Aufwand hier einfach aufzufüllen. So. Okay. Funktioniert ja dann auch ganz gut. Check. Okay, die Bäume auch weg. Ich werde wahrscheinlich hier auch irgendwie so eine Knochenmehlfarm brauchen. Also ich glaube, eine Knochenmehlfarm selber ist ziemlich schwer zum Herstellen, aber vom Gedanken. Und ich habe mir mal die Gedanken gemacht, eine Monsterfarm anzufangen. Einfach um ein bisschen... ja, an Erfahrungspunkte wiederzukriegen, um halt konstant auf Level 30 höher sein zu können. Damit die Sachen, die ich habe, einfach verzaubert werden können und auch entsprechend eben Ressourcen ein bisschen besser habe. Um Diamantwerkzeuge und so weiter mal alles anzufangen. Das wäre so eine Idee von mir. Werde ich dann auch mal die nächsten Folgen irgendwann umsetzen. So, jetzt aber hier erstmal Stichpunkt Baumfarm anfangen. Davon, na, jetzt habe ich keine Axt mehr. Ärgerlich, ärgerlich. Okay. So, ja, es geht zumindest alles in die richtige Richtung hier. So, ich brauche einerseits Treppen. Ast und andererseits nochmal eine Axt. Super, okay. Und mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich auch erstmal wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet doch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.